Sind wir als Gesellschaft eigentlich wirklich schon so tolerant gegenüber sexuellen Neigungen, Orientierungen und Identitäten, die nicht der Norm entsprechen, wie wir es gerne glauben? Und wer bestimmt eigentlich, was normal ist? Für mein Buch Nicht normal ist ganz normal erzähle ich nicht nur von meinem eigenen Weg zu einer selbstbestimmten Sexualität, sondern ich habe auch mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands und aller Altersgruppen gesprochen. Und bei vielen dieser Gespräche ging es um erstaunlich aktuelle Diskussionen. Wie sieht es aktuell in der Pornobranche aus? Und was für Auswirkungen hatte die Einführung von Pornhub und Co. für diejenigen, die vor der Kamera stehen? Welchen Vorurteilen begegnen asexuelle Menschen? Und was würde das nordische Modell in der Realität für Prostituierte bedeuten? Nirgendwo wird so viel gelogen und betrogen wie in der Sexualität, außer vielleicht bei der Steuererklärung. Aber ehrlich miteinander zu reden, kann manchmal sogar zur richtigen Überraschung führen. Wir alle kennen die Bilder, die 50 Shades of Grey über Sadomasochismus verbreitet hat. Aber wie leben Menschen aus der BDSM- oder Fetischszene ihre Neigung tatsächlich im Alltag aus? Und wie kinky ist die junge Generation? Können Männer in Kleidern auf die Straße gehen? Und was passiert, wenn Papa sich entscheidet, als Frau zu leben? Wie unterschiedlich wird öffentliche Nacktheit aufgrund des Geschlechts bewertet? All das erfahrt ihr in meinem Buch Nicht normal ist ganz normal.